In diesem Video beantworte ich eine sehr oft gestellte Frage, und zwar, wie du Apple Loops dazu bringst, den Akkordwechseln deines Projekts zu folgen. Geht gleich los! Hallo, ich bin Martin und auf meinem kleinen, aber feinen Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Also, viel gestellte Frage, wie bringe ich Apple Loops dazu, den Akkordwechseln meines Projektes hier zu folgen? Hören wir erstmal kurz in dieses Projekt rein. So eine Funk-Gitarre am Morgen und der Tag ist doch eigentlich schon gerettet, oder? Also, ich möchte zu diesem Projekt jetzt einen Bass mit dazu haben, denn wie du wahrscheinlich bemerkt hast, fehlt der Bass. Und dazu möchte ich mir einen Apple Loop holen. Ich öffne die Apple Loop-Bibliothek hier über den Tastaturkurzbefehl O und jetzt suche ich mir hier einen Bass raus, und zwar möchte ich einen E-Bass. Ich suche mir so einen Slap-Bass wahrscheinlich raus jetzt hier für dieses Projekt. Einen Bonustipp und eine wichtige Sache zu Apple Loops möchte ich dir vorher noch kurz zeigen. Und zwar, was du wahrscheinlich nicht gewusst hast oder was viele nicht wissen, ist, wenn du dir eine Audiospur anlegst hier, du siehst, ich habe mir eine neue Audiospur angelegt und ich ziehe jetzt eine MIDI-Spur hier drauf. Ja? Ich habe mir eine Audiospur angelegt und ziehe mir eine MIDI-Spur hier drauf, weil einen MIDI-Loop, dann wandelt dir das Apple automatisch in einen Audio-Loop um. Das nur als Bonustipp, denn das kann dir helfen, wenn du nicht das komplette Instrument hier reinladen musst und so kannst du Arbeitsspeicher sparen. Eine andere ganz wichtige Sache, die viele immer wieder durcheinander bringt in Bezug Transposition von Apple Loops, ist die Grundtonart des Projekts. Du siehst hier oben, ich habe also C-Dur als Grundtonart meines Projekts eingestellt und das hat jetzt direkten Bezug zu diesen Apple Loops. Wenn ich jetzt hier einen Apple Loop nehme, der auf E ist, ich kann mal hier unten reingehen in dieses Rädchen, siehst du das? Wenn ich hier draufklicke, kann ich bestimmte Sachen einstellen. Ganz wichtig ist hier, ich kann den Loop in Songtonart abspielen, dann würde er in C-Dur spielen, oder ich kann ihn in Originaltonart abspielen. Das habe ich jetzt mal hier angekreuzt und jetzt spielt dieser Loop zunächst mal in E. Und obwohl er in E ist, wird er sich an die Grundtonart des Projekts anpassen, nämlich C-Dur, wenn ich ihn hier abspiele. Okay, ich suche mir jetzt mal kurz einen anderen Bass raus. Ich hätte gerne so einen Slap-Bass. Das sieht gut aus hier. Der gefällt mir gut und der ist auch schon in C-Dur. Das ist sehr geschickt, den ziehe ich mir hier gleich rüber. Das ist also jetzt ein Audio-Loop. Und der spielt in C-Dur, das ist auch meine Grundtonart. Und was passiert, wenn ich jetzt einfach hier diesen Loop hier weiterziehe, das heißt, den Loop immer wiederholen lasse, dann passiert Folgendes. Nämlich das, was du meistens und in den meisten Fällen nicht möchtest, er spielt es immer weiter, diesen Loop. Und du möchtest aber jetzt, dass er den Akkordwechseln, die du eingegeben hast, folgt. Und da gibt es jetzt wieder etwas, was viele verwirrt. Und das ist hier oben bei den Global Tracks, die kannst du öffnen, wenn du auf dieses Fenster hier gehst, die globalen Spuren, der Reiter Transposition. Wenn du den nicht hier siehst, kannst du hier mit Rechtsklick draufgehen. Hier kannst du zum Beispiel Marker öffnen oder Arrangement Fenster. Also verschiedene Spuren, die dir helfen können, beim Projekt eine bessere Übersicht zu haben. Brauche ich jetzt aber nicht. Ich interessiere mich jetzt erstmal nur für Transposition. Du siehst also hier oben, wir haben hier wieder C-Dur. Und jetzt könnte ich natürlich, und das machen auch viele, hier die Tonart wechseln. Du siehst hier Transposition. Wenn ich jetzt hier einfach die Tonart wechseln möchte, dann kann ich hier um 2, 3 oder 4 Halbtöne nach oben ziehen und das Projekt sollte dann wechseln. Dabei gibt es aber folgendes Problem. Diese Methode funktioniert nur mit MIDI-Loops. Ja, das heißt, mit Audio-Loops funktioniert sie nicht, die Transpositionsspur. Und außerdem hast du das Problem, dass das hier dann global passiert. Das heißt, du würdest auch deine Drums nach oben ziehen, was du ja nicht möchtest, denn die Drums spielen ja keine Noten, sondern du möchtest, dass die Drums so spielen, wie sie immer spielen, dass sich nur die Melodie- und Harmonieinstrumente wechseln. Deswegen empfehle ich dir, die Transpositionsspur für solche Geschichten nicht zu verwenden. Und jetzt kommen wir tatsächlich zum eigentlichen Problem oder zur Problemlösung. Ich möchte diesen Electric Slap Bass hier den Akkordwechseln folgen. Und das mache ich folgendermaßen. Ich weiß also, dass ihr hier das Gleiche spielt. Aber hier kommt jetzt ein Akkordwechsel.
Jetzt musst du natürlich so ein bisschen Musiktheorie zumindest wissen. Ich kopiere jetzt einfach diesen Loop hier rüber, den kann ich nicht einfach so laufen lassen und kopiere ihn nochmal hier rüber, denn ich weiß, auf Takt 3 und 4 kommen Akkordwechsel und da möchte ich, dass er jetzt folgt. So, jetzt kommt der Trick an der Sache und der nennt sich hier im Informationsfenster Transposition. Siehst du das hier? Das hier ist unser Freund in diesem Fall. Ich weiß jetzt, dass der zweite Akkord hier, beziehungsweise der erste Akkordwechsel, ist G. Und jetzt muss ich so ein bisschen rechnen. Ich bin hier auf dem Grundton C und ich weiß jetzt, dass ich 5 Halbtöne nach unten muss, um auf G zu kommen oder um diesen Loop auf G spielen zu lassen. Das heißt, ich gebe hier einfach ein minus 5 und dieser Akkord hier ist F. Deswegen gebe ich hier ein minus 7. Okay, das sind also 2 Halbtöne mehr. Von G runter auf Fis, auf F, dann bin ich bei minus 7. Und jetzt sollte der Bass meinen Akkorden folgen. Ich kopiere das hier gleich nochmal rüber, dass wir das für das komplette Projekt gleich haben. So, fertig. Jetzt sollte alles passen und der Bass sollte den Akkordwechsel meines Projekts folgen. So kannst du Akkordwechsel von Loops an die Akkordwechsel deines Projektes anpassen. Wenn dieser Tipp für dich nützlich war und du noch gerne weitere nützliche Tipps für Logic Pro haben möchtest, dann empfehle ich dir unbedingt meine Logic Workflow Checkliste. Da gebe ich dir nochmal 10 weitere Tipps, wie du schneller und effizienter in Logic Pro arbeiten kannst. Die habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt, hat schon sehr, sehr vielen Leuten weitergeholfen, solltest du die unbedingt runterladen. Also meine 10 Logic Workflow Tipps unten im ersten Kommentar angepinnt. Jetzt natürlich die Frage an dich, hast du diesen Trick gekannt oder wie hast du versucht immer zu transponieren oder hattest du noch gar keine Lösung? Schreib mir das mal bitte unten in die Kommentare, wie transponierst du Apple Loops für deine Logic-Projekte, welche Lösung ist für dich am besten? Das würde mich sehr interessieren. Ansonsten freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben, schick dir viele Grüße aus Alicante, wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Bis dann!